Oh, hallo, ihr seid ja auch schon da. Ich habe euch gar nicht bemerkt. Tja, wie ihr seht, hat euer Alex heute seinen gemütlichen Leseabend. Kerzenlicht, ein gutes Buch und natürlich ein Glas Weinbrand. So gehört es sich zu einem guten, gemütlichen Abend. Und ich nehme diesen Abend als Anlass für einige Fragen, die ich zu beantworten habe, denn der Super Flash Crash hat mich getaggt. Tja. So habe ich hier nun also 9 Fragen auf meinem Zettel, die eigentlich 10 sind, aber wir nehmen das mal nicht so genau. Und wir werden einfach mal diese Fragen durchgehen und ich werde sie euch so gut es geht beantworten. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wie alt bin ich? Und wann habe ich mit dem Zocken angefangen? Das sind in meinen Augen 2 Fragen. Macht aber nichts. Ich bin 31 Jahre alt. 1985 geboren. Und mit dem Zocken angefangen, das müsste ich so zwischen 4 und 5 Jahren gemacht haben. Ungefähr in dem Alter war es. Schon eine lange Zeit her. Welches war deine Einstiegskonsole? Und wie kam ich dazu? Nun ja. Eine Konsole im eigentlichen Sinne war es nicht. Es war der Amiga. Ein Heimcomputer von Commodore. Auf dem man aber sehr, sehr gut auch spielen konnte und auf dem überwiegend Spiele hergestellt worden sind. Den habe ich, durch meinen Bruder kennengelernt. Der hatte damals einen Amiga und ich durfte als Kind hin und wieder dran spielen. Oder wenn er mal nicht zu Hause war, habe ich mich einfach dran gesetzt und gespielt. So war das halt. Damit ist die Frage auch beantwortet. Welche Spiele als Kind habe ich gerne gespielt? Tja, es unterscheidet sich natürlich schon so ein bisschen, ne? Also als Kind habe ich schon sehr gerne SimCity zum Beispiel für Super Nintendo gespielt. War eines meiner absoluten Lieblingsspiele zu der Zeit. Lemmings war ein Klassiker für Amiga. Und ich habe dieses Lemmings-Spiel gesuchtet. Gab es letztes Jahr übrigens auch als Let's Play auf meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne nochmal reinschnuppern, wenn ihr wollt. Und auch noch für Amiga North and South. Ist ein Kriegsspiel. Ist vielleicht nicht unbedingt für ein Kind geeignet, aber ich habe es als Kind gesuchtet ohne Ende. Ihr seht, es sind ältere Spiele. Überwiegend für Amiga. SimCity kam übrigens auch auf den Amiga raus. Da habe ich es auch gespielt, bevor es auf dem SNES rauskam. Aber ich bin da halt nun mal schon mal alt, ne? Das darf man nicht vergessen. Was spiele ich momentan am häufigsten? Tja, Let's Play bedingt habe ich eigentlich Resident Evil 7 am häufigsten gespielt. Und privat spiele ich eigentlich gar nicht so viel. Würde am ehesten noch Peggle in Frage kommen, weil ich ja hin und wieder abends mal eine Runde Peggle spiele. So schön dabei Kassetten hören oder so geht gut. Oder mal ja ein YouTube-Video nebenbei, das ist ganz okay. Also so ein bisschen leichte Kost, wo man nebenbei auch schon mal guten Hörspiel oder so hören kann, wo man sich nicht ganz so aufs Spiel konzentrieren muss. Kommen wir dann zu meinen Top 3 meiner Videospiele aller Zeiten. Das ist natürlich sehr schwierig. Es gab immer verschiedene Phasen in einem Leben, wo man halt viele Spiele gesuchtet hat. Da jetzt 3 rauszupicken, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich würde es mal auf 3 beschränken. Zu versuchen zumindest. Also meine absolute Top Nummer 1, ich fange mal so rum an, ist Resident Evil 2. Mein absolutes Lieblingsspiel und da kommt auch kein anderes Spiel ran. Wird's nie schaffen. Dann auf Platz 2 würde ich schon fast ankündigen The Last of Us. The Last of Us ist für mich eins ja, der schönsten und besten Survival-Horror-Spiele. Hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Resident Evil-Franchise, finde ich, und ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was auch sehr, sehr fröhliche Stimmung teilweise hat und einfach richtig tolle Momente, gute Musik und top ist. Punkt. Und auf dem 3. Rang würde ich tatsächlich Resident Evil 7 anordnen. Es ist zwar noch relativ neu und der Eindruck ist natürlich noch nicht so bleibend, noch nicht so langfristig zu sehen, aber aktuell würde ich sagen, ist es schon eins der geilsten Spiele überhaupt. Muss ich so sagen. Also Teil 7 hat mich sehr, sehr positiv überrascht und ich nehme es in meine Top 3 mit auf. Das Recht nehme ich mir einfach mal. Dann, von welchem Spiel hätte ich gerne eine Fortsetzung? Ich würde mir sehr gerne eine Fortsetzung von Frontschweine wünschen. Ein richtig geiles PlayStation 1-Spiel ist dies gewesen. Ich habe bereits 2-mal Let's Played
und einmal auch Gäste dabei gehabt. Es ist einfach ein richtig geniales Spiel und ich würde mir sehr eine Umsetzung zum Beispiel auf der PlayStation 4 von diesem Spiel wünschen. Ob es nur einfach nur ein Remake ist oder etwas Neues. Auf jeden Fall sollte es so ähnlich beibehalten bleiben mit schöner, deutscher, lustiger Synchro. Am besten wieder mit verschiedenen Dialekten, so wie es im Original war. Das würde mich sehr freuen. Allerdings habe ich nicht große Hoffnung an eine Fortsetzung. Was für andere Hobbys habe ich, außer Zocken? Nun, ich bin ein sehr, sehr großer Hörspielkassettensammler, wie man hier vielleicht erkennen kann. Ich sammle aber nicht nur, ich höre auch leidenschaftlich gerne Hörspiele. Und ich schaue mir auch in der Tat Live-Hörspiele gerne an. Ja, das gibt's. Es gibt Live-Events, wo Hörspiele live auf der Bühne präsentiert werden. Auch das mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, aus dieser Sammelleidenschaft heraus kommt auch ein weiteres Hobby, nämlich ich bin Flohmarktgänger. Ich gehe sehr gerne auf Flohmärkte, gucke nach Schnäppchen, nach vielleicht auch irgendwie alten, ja, irgendwelchen alten Sammelobjekten, natürlich Hörspiele oder auch Videospiele, Bücher, ne? Also sowas gucke ich mir gerne auf Flohmärkten an und versuche immer ganz gerne günstig was zu schießen. Das macht mir sehr viel Spaß. Dann bin ich natürlich auch noch großer Fußballfan. Ne? Wer weiß, ja, ich denke, die meisten wissen das schon, dass ich großer SV Werder Bremen-Fan bin. Da läuft es momentan nicht ganz so gut. Mit momentan meine ich die letzten 5 Jahre, aber scheiß drauf. Ich gucke mir trotzdem jedes Spiel an und quäle mich dahin durch. Das macht man halt so als Fan. Und deswegen bin ich auch halt oft im Stadion anzutreffen. Ich sag mal, normalerweise jedes zweite Heimspiel ungefähr im Schnitt bin ich im Stadion. Und es macht in der Regel eigentlich auch Spaß. Mehr möchte ich dazu gerade mal nicht sagen. Ich hatte aber noch was, genau. Kino und DVD. Also ich gehe leidenschaftlich gerne ins Kino, mehrere Male im Jahr, sofern mich der Film interessiert. Ich war jetzt gerade am vergangenen Wochenende im Kino und habe mir Passengers angeguckt. Sehr zu empfehlen, ein sehr cooler Film, hat mir sehr gut gefallen. Und den werde ich mir mit Sicherheit auch auf DVD kaufen. Und ich habe auch eine große DVD-Sammlung, die ihr jetzt nicht sehen könnt, weil sie direkt hinter euch in den Regalen steht. Vielleicht werde ich das alles mal in einer kommenden Roomtour präsentieren. So, jetzt muss ich mal gekonnt meinen Spickzettel umdrehen. Die 8. Frage lautet, die eigentlich die 9. ist, aber wir gehen da nicht mal weiter drauf ein. Welche Konsolen benutze ich? Ja, welche Konsolen ich aktuell benutze und besitze, sind ein NES, ein SNES, also Nintendo und Super Nintendo, ein GameCube und eine Wii. Soweit zu den Nintendo-Konsolen. Dann habe ich eine PS1, eine PS2, eine PS3 und eine PS4. Ja, das sind die Konsolen, die ich aktuell besitze. Ich habe noch einen Amiga, genau. Den würde ich einfach mal in die Konsolenwertung mit reinnehmen. Ich besitze keine Handheld-Konsolen, weil ich da ehrlich gesagt nicht die Zeit für habe. Wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann lese ich entweder was oder höre Musik. Ja, das spiele ich dann nicht. Ich hatte auch mehrere Konsolen. Ich hatte früher noch einen Sega Mega Drive, ich hatte ein Sega Master System, ich hatte eine Sega Dreamcast, ich hatte einen Sega Saturn, ich hatte eine Xbox, ich hatte eine Xbox 360. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, ich habe jetzt alles aufgezählt. Ich habe irgendwann meine Konsolen etwas dezimiert, weil es zu viel wurde und der Platz einfach auch nicht, ja, der Platz war nicht ausreichend und ich zocke eh nicht mehr so viel. Ich habe es auf ein Minimum beschränkt. Es sind immerhin noch 8 Konsolen. Ja, das reicht trotzdem noch. Meine Top 3 der Videospielereien. Ja, auf Platz 1 natürlich Resident Evil. Querbeet durch die Bank. Es gibt ein paar Spiele, wo ich sage, die hätte man sich sparen können, wie zum Beispiel Teil 6 oder Operation Raccoon City vielleicht. Also es sind so ein paar Spiele dabei, wo ich sage, nein, gar nicht schön. Aber Teil 7 ist ein Lichtblick und darauf baue ich auf und ich freue mich natürlich, wenn Resident Evil in dieser Form weitergehen wird. Dann, ja, Donkey Kong Country. Also auf jeden Fall die Reihe für den Super Nintendo, Teil 1 bis 3. Eine richtig geile Spielreihe. Es gibt ja auch noch 2 weitere Teile für Wii und Wii U. Das sind Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze. Habe ich selbst noch nicht gespielt, werde ich bestimmt irgendwann tun. Finde ich aber sehr cool. Ich habe sie als Let's Play gesehen und muss sagen, eine schöne, moderne Umsetzung.
und als dritte Reihe nehme ich dann nochmal Crash Bandicoot mit rein. Auch hier beschränke ich mich auf die alte Reihe. Ich sag mal so, die ersten vier Teile, also das sind noch die von Naughty Dog. Und Zorn des Cortex nehme ich mal noch mit rein, auch wenn der Teil schon ziemlich schwach ist. Twinsanity nehme ich mit ganz, ganz vielen Abstrichen noch mit rein. Danach wird es ziemlich blöd. Crash Nitro Kart nehme ich noch gerne mit rein. Und Crash Bash mag ich eigentlich auch. Auch wenn es bei vielen verhasst ist, aber ich mag Crash Bash. Ich stehe dazu. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende. Ich sollte an dieser Stelle noch drei weitere Personen taggen. Das spare ich mir allerdings. Ich bin ja kein großer Freund von Tag-Videos, wisst ihr vielleicht. Ich habe jetzt hier eine Ausnahme gemacht, weil es der Ricardo war, ne? Der Super Flash Crash hat mich getaggt und dann ist das in Ordnung. Es soll nicht die Regel werden, dass ich solche Tag-Videos mache. Mir war einfach mal danach. Solltet ihr denn trotzdem weitere Fragen an mich haben? Kann ja gut sein. Dann werde ich natürlich auch diese Fragen gerne beantworten im Rahmen eines Let's Plays. Denn ich werde demnächst wieder ein sogenanntes Running Let's Play, so nenne ich es bei mir, starten, wo ich eure Fragen beantworten werde. Wird noch nicht allzu bald kommen, aber ich sammle gerne Fragen von euch. Dieses Video nehme ich einfach mal zum Anlass, um das zu sagen. Also, falls ihr was von mir wissen wollt, privat oder nicht privat oder beruflich, keine Ahnung, was euch auch einfällt, schreibt mich an, schreibt mir Fragen. Ich komme gerne drauf zurück. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Guten Abend.